Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Razamoon vs. Herr Blaze. Mit dem Blaze. Hallo. Hallo, Raza. Ja, wir spielen heute dieses Spiel. Es hat noch keinen Namen. Es wird dann einen Namen haben, bis ihr das seht. Bis ihr es seht. Genau. Es wäre mit Connected Texas schöner gewesen, aber irgendwie. Oh, ich glaube, man kann es auch so sehen. Man kann es auch so sehen. Meine Stimme. Und zwar, wir gehen mal nach hinten. Einer, ein Spieler, darf hier pro Farbe und pro Reihe, ist das eine Reihe? Ne, Zeile ist das dann, ne? Ja, Reihe kann man auch sagen. Ja, aber pro Zeile Stockwerk. Pro Stockwerk und pro Farbe jeweils nur einen Schalter umlegen. Insgesamt aber auch nur vier. Obwohl es fünf Farben sind und fünf Reihen. So, die dürfen umgelegt werden. Der andere Spieler füllt hier oben Wasser rein. Und also sucht sich einen noch aus und füllt dann Wasser rein. Wow. So. Und je nachdem, wie weit das Wasser runterfließt, umso mehr Punkte gibt es. Die Schalter, die man hinten umgelegt hat, bewirken, dass hier vorne Pistons rauskommen und das Wasser stoppen. So. Fließt das Wasser also nur, also kommt das Wasser hier über die ersten Pisten hier drüber hinaus, in diese Ebene, dann gibt es einen Punkt. Kommt das in diese Ebene, gibt es zwei. Hier gibt es drei. Hier gibt es vier. Und ganz unten gibt es fünf Punkte. Wir machen drei Durchgänge und wer am meisten Punkte hat. Okay. Wie machen wir das? Weil man hört ja so ungefähr die Pistons, ne? Echt? Ja, also wenn du oben stehst und ich mache die erste Reihe Pistons, dann hörst du das, wo der geschaltet wird normalerweise, oder? Ja, aber du wirst ja wahrscheinlich mehr. Du kannst schalten einfach so oft, wie du willst. Drück ein paar Knöpfe und... Okay. Ein Hebel also, muss eben in die andere Richtung sein, ne? Von den fünf. Die Lampen leuchten ja auch, wenn du angemacht hast. Jojo. Deswegen sind die Lampen extra da. Du weißt immer, welche an sind. Willst du zuerst, oder? Schalter umlegen, oder wie? Ja, oder was? Können wir machen. Wie du willst, dann lande ich einfach hier oben. Ich stelle mich seitwärts zu dir hin, dann höre ich auf jeden Fall alles. Nee, wie kann ich denn hören, dass ich dich nicht höre am besten? Ein bisschen nach oben fliegen. Okay, ich fliege einfach nach oben. Tschüss. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sehe, ob du irgendwo hinschaltest. Du brauchst ja nur in die andere Richtung gucken. So, Ja, schön, von oben kannst du vielleicht oben reingucken. Ich gucke einfach geradeaus und wenn du fertig bist, dann höre ich einfach fliegen auf und falle einfach geradeaus runter. Sterben kann ich ja nicht. Ach, das ist schön. Guck mal, könnt ihr Spiele sehen, die wir schon gespielt haben. Da hinten die Monsterfalle. Und da links dieses Enderpong. Moment. Ein paar Grafikfehler gibt es zwischendurch. Die Sonne geht unter. Ich mach mal Timeset 1. Ich habe ja nichts zu tun. Also ich höre hier oben keine Pistons. So viel schon mal klar. Fertig. Fertig, dann lande ich einfach mal. Also ich habe jetzt quasi vier Reihen gemacht. Eine Farbe. Also quasi verschiedene Farbe, ne? Also ich darf aber schon zum Beispiel, sage ich jetzt mal, in der ersten rot nehmen und in der zweiten dürfte ich da auch wieder rot nehmen? Nein. Ach so. Warte mal. Macht nee, Moment, Sinn. Moment. Es stimmt alles. Ich habe von jeder Farbe nur eine. Wird auch gar keinen Sinn machen, weil dann würdest du mich ja oben schon aufhalten. Warum sollst du mich unten nochmal aufhalten? Nee, ich habe von jeder Farbe nur eine. Ist alles gut. Also jede Farbe nur einmal und jede Zeile nur einmal. Dann ist und also eine Zeile ausgelassen. Ja, vier nur insgesamt, genau. Genau. So, dann fange ich einfach an. Bist du vorne und guckst, oder? Ja, Moment. Abwärts. Man darf halt nicht unbedingt in die Löcher reingucken, weil sonst sieht man vielleicht die erste Piste. Da muss man also ein bisschen... So. Du darfst. Ich will auch gucken, wo es hinfließt. Ah. Na, aber nicht schlecht. Also 1, 2, 3 Punkte. Richtig? Ja. Richtig. 3 Punkte für mich. Wie auch immer ich mir das merken will. Jetzt muss ich mal einmal hier oben zubauen, damit das Wasser aufhört zu fließen. So, ich nehme mal. Merke ich mir jetzt 3 Punkte. 1, 2, 3. So. Okay. Dann könnte ich mir auch gleich mal hier so eine blaue Wolle einpacken, wenn wir eh schon im Creative sind. So, ich fliege mal nach oben und gucke hier quasi auf unser Monsterspiel. Ja. Also du hast dir das wahrscheinlich von mir gerade angesehen, ne? Es war, glaube ich, richtig. Es war richtig, ja. Okay. So mache ich das jetzt. Ein da, nicht da, ein da, nicht da, ein da, nicht da, ein da, nicht da, nicht da, da und da. Okay, ich hab's. Zup. Huch. Bin mal gespannt, wo du reinpackst. Hast du einmal was? Hast du? Ja. Yep. Machst du da hin? Guckst nur, wo die Schalter sind. Gibst du.
Gut. Das waren nur 2 Punkte. Nur 2 Punkte, genau. Das heißt, 1-2. Steht 3 zu 2. Ich flieg mal wieder hoch. Du das, du das. Ah, ja. Bogenschießen. Luftkampf. Andere Bogenschießen. Das Slide Game da hinten. Ja, ja. Hinter uns Dschungel. Wieso hab ich eigentlich ein Diaschwert dabei? Ach, ich weiß warum. Komm, denk nicht so viel nach, mach einfach. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Du bist jünger als ich. Wollen wir das eigentlich jede Folge machen, oder? Aber natürlich. Okay. Ich schmeiß einen grünen Teppich weg. Tja. Bist fertig? Bei einer ist keine Lampe, stelle ich gerade fest. Was? Jupp. Betrug. Warte mal kurz, ich gucke. Ich mach Toggle. Ja, passt. Passt. Okay. Ich gehe jetzt psychologisch dran, ne? Ich wollte jetzt erst gelb nehmen. Denk mir aber, da du nicht denkst, dass ich nochmal blau nehme, nehme ich einfach direkt nochmal blau hintereinander. Oder du denkst es gerade. Ich nehme trotzdem nochmal genau blau hintereinander. Ah, ich sehe nichts. Nicht schlecht. Ah, du hast ja bestimmt gedacht, ich nehme kein Blau, weil ich es gerade hatte, ne? Gibt's richtig. Zu? Ah, 5 Punkte. 5? Du bist der Wahnsinnig. Ich bin richtig gut. Oh, Redstone wollte ich nicht legen. 5, 1, 2, 3. Hier, 5. Und zwar. Ja, jetzt. Hier vorletzte Reihe bei dem Gelben. Ist No Lamp. Was? Da ist doch eine. Jetzt leuchten aber beide. Die müsstest du vielleicht dann hier rechts rübersetzen, ne? So. Ich flieg da mal wieder nach oben. Mach mal. Mach mal hier deine Lampe mal wieder aus, alle. So, das dürfte. Hab ich ja scharfsinnig kombiniert, ne? Yep. Mr. Watson. Mr. Watson, man muss ein bisschen. Einfach am besten gar nicht drüber nachdenken, was man macht, einfach machen. Das hab ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht, ne? Ist eine Chance von 1 zu 5. Dass du ganz durchkommst, ja. Das ist eine Chance von 1 zu 5. 1 zu 5. Es ist ja, dieses Spiel ist ja wirklich reine Glückssache. Das ist diesmal reine Glückssache, ja. Okay, hab's. Auf Rot. Auch schon wieder nur 2 Punkte. 2 Punkte, jawohl. Wahnsinn. Dann müssen wir mal reine Glücksspiele spielen. Das ist aber vielleicht ein bisschen wie viele Runden gerade machen wir? 3. Jetzt machen wir noch eine Runde. Okay. Du kannst noch 5, du kannst 9. Ja, es geht noch. Ich flieg mal wieder hoch. Es war schon ein bisschen Taktik, dass ich ja gerade wieder blau genommen habe. Es ist nicht nur Glück gewesen, ne? Gut, es war natürlich Glück, dass du in dem Moment auch genau so gedacht hast, aber. Wie viele Punkte habe ich denn schon? 6, 7, 8, ne? Heißt, wenn ich jetzt einen Punkt kriege, habe ich schon gewonnen. Ne, 2 brauche ich zum Gewinnen. Dann kannst du mich nicht mehr einholen, aber wir machen das trotzdem fertig, dann würde ich sagen. Aber natürlich. Oh, nee. Ach ja. Das geht nicht. Nee, das geht nicht, Blaze. Das kannst du nicht machen. Du aber es ist fertig. Du bist fertig. So. Soll ich einfach nochmal blau nehmen? Tu dir keinen Zwang an. Ich nehme diesmal gelb. Nee, oder? Wahnsinn. Ah, war nur Glück. Aber ich habe doch gelb zugemacht. Hast du? Ja, bei gelb, wenn du zumachst, da geht das Wasser trotzdem weiter. Stimmt, du hast oben sogar zugemacht. Das gibt ich eigentlich. Das läuft oben drüber über den Pisten. Ich hatte dann einen Fehlbau drin. Das stimmt. Du hast gelb zugemacht, sicher hinten. Ja. Aber 1, 2, 3, 4, 5, du hast gemogelt. Wieso? Du hast 5 Lampen, Mann. Habe ich von dir noch eine. Wieso? Die letzte Reihe ist doch aus. Was? Nee, ja, aber du hast blau 2 angemacht. Aber gut, Ach so. Gelb hast, du hast gelb angemacht, das stimmt.
und Ich hab, das siehst du in meiner Aufnahme, ich habe extra gesehen. Ja, dann war die wahrscheinlich von dir noch an. Ich habe nämlich die grüne angemacht. Das heißt jetzt? Ja, du hast ja gelb eingemacht, eigentlich müsste ich oben stehen geblieben sein. Ich baue das mal gerade wieder richtig. Hab ich das echt nicht übersehen, hab ich übersehen. Das heißt, ich habe keinen Punkt gekriegt in der Runde eigentlich. Da muss ein Holz noch hin. Da fehlt eindeutig ein Holz. Da fehlt ein Holz, wer hat's geklaut? Ich würde sagen, es war der Enderman. Ja, der war das, genau. Ja, vielleicht war es sogar. Kann natürlich sein. So, jetzt ist es wieder richtig. Ich glaube, das Ich krieg nächste kein. Mal, wenn ich das mache, dann mache ich alle Lampen aus vorher. Ja, das habe ich auch so gemacht. Ich hab also keinen Punkt gekriegt. Das heißt, du kannst also noch jetzt aufholen. Ich mache jetzt mal alle Lampen aus. Ich fliege mal nach oben. Oder Blaze gemogelt hat. Er hat einfach zwei Lampen angemacht. Ich habe vergessen, deine auszumachen. Ja. Ja nicht tragisch. Schlimmer wäre es gewesen, wenn es auf der Ebene wäre, wo du hängen geblieben bist. Ja. Dumm, ich entspanne mich und genieße die Aussicht. Eins, zwei, drei, vier. Ne, Moment, hier sind ja zwei auf einer Ebene. Das geht natürlich nicht. Ja, gehen tut er schon. Ob es regelkonform ist, ist das andere. Alles oben zumachen, genau. Ich bin soweit. Ich probiere mal dein Blau aus. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich das relativ früh zugemacht. Ein Punkt. Wow. Ja, dann habe ich gewonnen. Obwohl ich im letzten Durchgang keinen einzigen Punkt gekriegt habe. Das ist ja so richtig gemein. Wieso? So halt. Du hast 5, ich habe 7. Dann gratuliere. Du hast 8. Ach, ich habe 8. Zählen kann ich auch nicht mehr. Auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Spiel. Danke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.